Leben, willkommen zu einem neuen Video, einem sehr spontan gedrehten Video, denn ihr habt es vielleicht bei Instagram mitbekommen, es ist ein völlig unstrukturierter Tag heute, obwohl es wirklich gut aussah im Terminkalender, aber mit Ausfall krankheitsbedingt, mit Tierarzttermin für Zähne machen bei ungefähr 10 Pferden, der ganzen Bewegung der Pferde drumherum und im Videodreh wird es jetzt ein bisschen sportlich, deswegen legen wir jetzt direkt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe mir mein Handy geschnappt, denn ihr habt mir bei Instagram Fragen gestellt bzw. Begriffe geschrieben, die ich euch gerne erklären möchte. Es geht rund um die Reitersprache, Pferdesprache, so ein paar Hilfen, die ich euch erklären möchte. Ich habe so ein Video ja schon mal gemacht, aber das ist schon über ein Jahr her. Und es ist richtig cool, dass ihr da den zweiten Teil vorgeschlagen habt und manche Formate vergesse ich selbst. Und dass man da einen zweiten Teil drehen kann, ist ja perfekt jetzt. Und ja, wir legen jetzt einmal direkt los. Einen sehr schönen Ausdruck finde ich, vergiss nicht zu reiten. Das ist was, was glaube ich sehr vielen passiert, mir genauso, weil das heißt einfach, dass man zu passiv wird. Also Reiten ist natürlich das gesamte Ding, da auf dem Pferd zu sitzen, das kann man als Reiten bezeichnen, als Tätigkeit, aber so dieses Reiten, dieses aktive Reiten ist eben damit gemeint, dass man das Pferd aktiv an die Hilfen arbeitet und nicht sich so drauf verlässt, ah ja, es geht gerade ganz gut und ja, ja, das wird schon. Und man vergisst das eben so und rückt so in diese passive Haltung rein. Ganz, ganz häufig ist das vor allem auch im Springen der Fall. Das habe ich auch bei Lehrgängen ganz oft, dass ich sage, weiterreiten. Vergesst das Reiten nicht. Genauso im Springtraining hier, wenn ich mit den Mädels in der Halle stehe, das einfach so dieses Abwenden auf den Sprung, alles noch gut ist, so durch die Wendung, so zwischendurch, so nach dem Sprung denkt man meistens dran, okay, das Pferd wieder so zusammenarbeiten und so, und dann biegt man so auf den Sprung ab und denkt nur noch an den Sprung und denkt sich, oh Gott, wie mache ich da jetzt alles richtig? Komme ich da richtig an? Wie ich die Distanz? Muss ich ein bisschen vor, zurück? Und durch dieses ganze Überlegen vergisst man das Reiten und dadurch murkst man dann vielleicht auch mal so eine Distanz, weil man eben nicht aktiv einfach weitergeritten ist. Weil ich sage immer, es ist erstmal egal, ob die Distanz zum Absprung ein bisschen dichter oder ein bisschen weiter ist. Wenn die aktiv geritten ist und das Pferd schön beisammen ist, dann ist das egal, dann kann das Pferd das lösen. Und dann sind wir als Reiter eben in der Verantwortung, das schön zu schließen. Aber damit sind wir eigentlich schon wieder beim nächsten Begriff. Und zwar ist die Rede von dem Ausdruck Spannung in das Pferd bringen. Spannung hat ja erstmal so einen negativeren Beigeschmack. Das ist aber überhaupt nicht gemeint damit. Also natürlich gibt es negative Spannungen, es gibt positive Spannungen. Wenn man aber jetzt davon spricht, Spannung in das Pferd zu reiten, will man das Pferd hier nicht verspannen, sondern man möchte eine positive Körperspannung aufbauen. Die ist ja bei uns in unserer ganzen Haltung auf dem Pferd genauso, aber wenn man im Büro sitzt, schon ganz wichtig. Also dass man nicht so da hängt, sondern ein bisschen Körperspannung trägt. Und dadurch ja auch eine ganz andere Ausstrahlung mitbringen. Und genau diese Ausstrahlung ist ja auch auf dem Pferd ganz wichtig, dass man eben nicht so schluffi da rumsitzt, sondern da bringt man ja schon ein ganz anderes Gesamtbild mit. Und genau dieses Aufrichten, diese positive Körperspannung möchte man eben ins Pferd reiten. Und das ist dann so die Gesamtheit von allem, wenn man dann mehr Richtung Versammlung geht. Das heißt jetzt nicht, dass das Pferd immer in Versammlung geht, sondern einfach diese positive Körperspannung in der Arbeit immer vorhanden ist, dass man aber auch wechseln kann zwischen dieser positiven Körperspannung und der Entspannung. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man eben auch mal locker vorwärts, abwärts abkauen lassen kann, um dann wieder die positive Körperspannung und Selbsthaltung anzunehmen. Das ist aber eben, weil es sowohl positiv als auch negativ sein kann, ein ganz schmaler Grat, den man erfüllen muss und erarbeiten muss. Das hat nichts damit zu tun, dass man das von jetzt auf gleich dem Pferd beibringen kann, sondern das ist ein langer Weg, ein langer Prozess. Und da kommt es eben drauf an, dass alles richtig zusammenspielt am Ende. Damit können wir gleich den nächsten Bogen spannen, und zwar zu der Aussage über den Rücken laufen, durch den Körper laufen. Ich glaube, wenn uns Nicht-Reitermenschen manchmal erzählen hören, denken die auch, wir haben völlig einen an der Klatsche. Aber mit diesen Umschreibungen ist eben einfach gemeint, dass das Pferd energetisch
durch den ganzen Körper fließt. Also das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen abstrakt, aber wir wollen ja das Pferd von hinten nach vorne reiten. Hinten sitzt der Motor. Die Hinterhand muss aktiv durch den ganzen Körper das Gas betätigen, dass wir das vorne dann weiter erarbeiten können. Ohne Gas können wir vorne nicht arbeiten. Also wir können vorne an der Zügelführung machen, was wir wollen. Wenn hinten nichts kommt, dann verliert das Pferd komplett die positive Körperspannung. Dann ist das einfach nur verspannt in den Boden reingelaufen und von hinten kommt dann nichts. Oh Gott, ich bringe schon wieder neue Begriffe ins Spiel, aber bleiben wir einmal dabei. Und wenn man sagt, über den Rücken, möchte man eben damit ausdrücken, dass der Rücken ja schwingen soll. Also man kennt ja so auch bei uns so einen verspannten Rücken und einen lockeren Rücken. Diese lockere Gymnastizierung des Rückens bzw. des ganzen Pferdekörpers, ist ja das Gesamtziel. Und deswegen möchte man eben erreichen, dass der Rücken schön schwingt. Und das könnt ihr auch immer mal beobachten. Da sieht man wieder so diesen Unterschied zur negativen Spannung. Wenn ein Pferd verspannt ist, merkt ihr aber selbst, das könnt ihr bei euch auch probieren, wenn ihr den Rücken anspannt, kann da natürlich nichts schwingen. Wenn ihr aber locker seid, dann ist das alles schön beweglich. Und genau das ist damit gemeint, dass eben diese Energie von hinten nach vorne gleichmäßig durch das ganze Pferd fließt. Ganz oft ist auch gefallen in mehreren Varianten außen begrenzen oder äußere Zügel, innerer Schenkel. All diese Begriffe, die man anders ausdrücken kann, sind natürlich sehr, 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 sehr wichtig. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Credo, das ist so ein Leitsatz. Jeder Reitlehrer sagt diesen Satz zu seinen Schülern, jeder hat das schon mal gehört, aber anscheinend können nicht alle wirklich was damit anfangen. Wir drücken das gerne so als Metapher aus, dass man die äußere Hilfe als Leitplanke sieht. Also genauso ja, wenn man in eine Kurve mit dem Auto fährt, hat man außen die Leitplanke als Begrenzung, dass man nicht im Zweifelsfall aus der Kurve fällt. Und genauso ist das eben mit den äußeren Hilfen. Also die äußeren Hilfen sind natürlich einerseits die äußere Zügelhilfe, andererseits die äußere Schenkelhilfe. Und die Zügelhilfe begrenzt die Schulter mehr, die Schenkelhilfe begrenzt die Hinterhand mehr. Natürlich spielt alles ineinander, aber so könnt ihr euch das so ein bisschen bildlicher vorstellen. Und wenn man jetzt eben ganz typisch zu wenig äußere Zügel hat, was passiert? Das Pferd ist nicht an der Schulter eingegrenzt, sondern läuft über die Schulter weg, also verschiebt sich so nach außen. Wenn man den äußeren Zügel dran hat, hat man vorne die Leitplanke geschlossen und das Pferd bleibt gerade. Hinten genauso, wenn man den Schenkel nicht richtig dran hat, fällt die Hinterhand nach außen weg. Und an dem inneren Schenkel, an den äußeren Zügel, heißt eben, dass man mit dem inneren Schenkel das innere Hinterbein richtig schön aktiv hat, also durch den Körper reiten möchte, an die äußere Leitplanke heran, um das Pferd gerade zu halten. Ich hoffe, das war jetzt kurz und knapp ganz gut beschrieben. Das ist immer so schwierig, so Hilfen zu beschreiben, finde ich, weil das ist ein Gefühl. Das ist ganz, ganz viel Gefühl und das muss man selbst entwickeln und selbst erfühlen, dass man das dann auch erlernen kann. Das ist nichts, was man wie ein Rezeptbuch einfach so niederschreiben und wiedergeben kann und lesen kann und auf einmal kann ich das. Also so ist es halt leider nicht. Das ist ganz, ganz viel Erfahrung und eben Gefühl. Aber ich hoffe, ich konnte euch da so ein kleines bisschen weiterhelfen. Zum Schluss machen wir noch einen kleinen Exkurs in die Springreiterei, denn das ist etwas, was, glaube ich, viele manchmal verwirrt, wenn man da nicht so ganz drin ist, und zwar Sprünge versus Hindernisse. Im ersten Moment scheint das vielleicht erstmal das Gleiche zu sein, auch so im alltäglichen Gebrauch nimmt man mal das Wort, aber im Turniersport hat das natürlich eine differenzierte Bedeutung. Also, es ist gar nicht so einfach. Die Sprünge sind die tatsächlichen Sprünge. Also jeder einzelne Sprung, über den ihr springt. Also auch A und B sind getrennte Sprünge. Aber wiederum ist eine Kombination, wie zum Beispiel 6AB, ein Hindernis. Also dieses sechste Hindernis besteht aus zwei Sprüngen. Und genauso eine dreifache Kombination ist zwar ein Hindernis, aber besteht aus drei Sprüngen. Und wenn ihr oben in den Parcoursskizzen eben dann seht, dass Sprünge und Hindernisse eine verschiedene Zahl sind, dann wisst ihr, dass da mindestens eine Kombination dabei ist.
Ich hoffe, euch hat dieses kurze, knackige Erklärvideo gefallen. Ich musste das Ganze jetzt eben so ein bisschen schnell durchziehen, ein bisschen abkürzen, weil mir ein bisschen die Zeit davon rennt am heutigen Tag, aber ich wollte unbedingt noch das Video für euch fertig bekommen. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag zu einem neuen Video wieder. Wenn ihr noch Anmerkungen, weitere Begriffe habt oder so, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich daraus schon mal so eine kleine Liste machen, dass man so ein Video vielleicht auch schon mal weiter plant, vordreht, dass da ein weiterer Teil davon kommen kann. Vielleicht auch so ein bisschen speziellere Begriffe, so Themengebiete. Also heute war es ja auch relativ ein roter Faden drin bei den Begriffen, die ihr euch da gewünscht habt. Ja, ich höre jetzt auf zu reden, schneide ganz schnell das Video. Wir sehen uns am Samstag. Bis dahin. Tschüss.